Die Band steht fest. Am nächsten Tag müssen sich Shaham, Ross, Indira, Giovanni, Hila und Feis trotz aller Emotionen sofort wieder an die Arbeit machen. Sie studieren einen Song für ihr Album ein, denn nach der Single I Believe soll bald auch eine komplette CD erscheinen. Der Song Do You von Produzent Tony Kutura, der heute zu den Gesangsaufnahmen kommt, soll mit drauf sein. Das war jetzt gar nicht mehr so schlecht. Gut. Also ich denke jetzt mal, jetzt holen wir mal einen Toni, oder? Jetzt holen wir einen Toni und spielen es immer mal vor. Aber konzentriert euch, ja? Das ganze Lied ist sowieso so ein bisschen so Sprechgesang-mäßig. Also da ist keins richtig gesungen, sondern alles sehr zackig. Das ist ziemlich cool. Da ist ein geiler Rap-Text dazu, was mir wiederum richtig geil gefällt. Ihr wisst das, ich bin Rapper. Hallo. Das ist Tony Kutura, er produziert den Song Do You. Hallo. Zum Produzieren bin ich gekommen. Ich habe einfach als DJ angefangen. Obwohl ich so ein guter DJ war, deswegen habe ich das auch sein gelassen. Und bin zum Produzieren übergegangen, hat dann mit Fun Factory angefangen, 1993. Und dann ging es weiter mit NSYNC, Backstreet Boys, Marky Mark, Nana, Papa Bear, solche Geschichten. Booyah habe ich aufgebaut gehabt. Und das neueste Projekt, was ich jetzt mache, ist Underdog Project. Tja, und dann bin ich hierher gekommen. Wie geht's euch? Alles gut? Wollen wir mal kurz zeigen, wie der Song geht? Yeah. Meine Aufgabe im Studio ist eigentlich die, die Endvision des Produktes nicht zu verlieren. Es sind viele Leute, die immer mitarbeiten und der Produzent hat eigentlich die Aufgabe, zum Schluss das endgültige Produkt abzugeben, so wie er es sich vorgestellt hat von Anfang an. Das ist der Produzent. Do you know what it feels like? Do you know when the time's right to go your very own way? No man. Bevor es ins Studio geht, zeigt die Band dem Produzenten, wie weit sie seinen Song schon erarbeitet hat. Der ist zufrieden und beginnt direkt mit den Aufnahmen. I was never the one to do the things other people do. I'm the one to decide if what I do is cool. Never do I listen to what my parents try to tell me. A regular 9-to-5 is not a part of my dream. About a whole lot of stuff. And my mind always don't stop until you get enough. If I see something that I like, I go and grab it. And if I can't get it on the same day, hey, there be another one, just don't sweat it. You have to keep your head up and go for your dream. Sometimes a little harder than what it may seem. Believe in yourself and go for what you know. Super stolz auf euch, mega kooperativ, super professionell, mega geil. Wow. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Yeah! 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 Wir hoffen es auch, oder? Ja, kein Problem. So, viel Erfolg noch, viel Spaß. Ne? Ihr packt das schon. Ne? Nach der erfolgreichen Studio-Session wartet die Band auf Dee und Artemis, die ein weiteres Training angesagt haben. So. Hallo ihr Lieben! Hey! Na? Geht's euch gut, ihr Verrückten? Nahe dran, sonst wird jeder den Mund. Die Band denkt, dass sie jetzt einen weiteren Song lernen soll. Doch Artemis und Dee haben eine ganz spezielle CD im Gepäck. Es ist die fertige Version von I Believe, die erste Single der neuen Popstars-Band. Freuen Sie sich jetzt mit der Band auf die Weltpremiere ihres ersten Songs, I Believe.
So, dann hören wir mal rein. Stell dich mal vor die Boxen, damit ihr richtig Dröhnung bekommt. I believe. Oh ja, I believe. Ha, you know some people just don't know what I'm talking about. But I know you understand. Cause I know you believe. Baby, I believe that you were meant for me. And if there's somebody, then baby, I believe that somebody is you. And everything is you. Cause baby, I believe. I believe in you. I walk home alone, waiting by the telephone. Girlfriend say, give it up, baby, give it up. I know that you can see, this is how it's meant to be. You're my frequency, cause baby, I believe. Come on. No, they don't understand. Dreaming up a master plan. I know that you can give it up, baby, give it up. And it's a simple move. You don't wanna play it cool. Leave me like a fool, cause I believe in you. Come on, here we go. Set me free. Sure it's one and one is two. Yeah, I believe in you. That's what I do. Cause I believe in you. And it seems so real. I was dreaming, did you come to me? Hold me closer for eternity. I believe. Baby, I believe that you. I never look down in case of the fall, I'm off the wall, and I still believe, yeah. Baby, I believe somebody is you and everything you do. Cause baby, I believe in you. Yes, I do. Yes, I do. I believe in you. Schon in den ersten Tagen nach der Entscheidung beginnt für die neue Band der Ernst des Popstar-Lebens. Heute bekommen sie ihr neues Styling. Zwischen vielen verschiedenen Outfits können sie sich jetzt aussuchen, was ihnen am besten gefällt. Auch die Haare werden neu gestylt. Hila ist so gespannt, wie ihr neuer Look ist, dass sie die Augen schließt, bis das Endergebnis zu sehen ist. Auch Indira bekommt einen neuen Haarschnitt. Die Jungs probieren inzwischen weitere Outfits an. Und auch Shayem hat Klamotten gefunden, die ihm wirklich gefallen. Als dann Hila zurück ist, vergleichen die Bandmitglieder die verschiedenen Stylings. Und sie sind gespannt, wie Indira gleich vom Friseur kommt. Hey, sieht aber geil aus jetzt. Wow. Boah. Sieht super aus. Na, wie gefällt euch? Aber ist kürzer, euch? Ne? Super, das sieht richtig geil aus, die Farben. Der nächste Tag, 7 Uhr morgens. Für die Popstars-Band ist heute ein besonderer Tag. Es geht nach Göteborg in Schweden.
Dort wird in den nächsten zwei Tagen das Video zur ersten Single I Believe gedreht. Alle sind aufgeregt, besonders Hila. Sie hat ein ziemlich haariges Problem. Ja, das ist die Spezialbürste, verdammt! Oh, wir haben ein großes Bürstenproblem. Nee, jetzt mal ohne Witz. Bei uns im Bad wird es nicht sein, Anja, glaub mir. You never know. Ich bin ja danach duschen. Du bist eine kleine Zicke, siehst du, ich hab's doch gesagt. Ich bin nur panisch veranlagt. Nicht schlagen. Panisch, bitte. Was ist, wenn wir im Duty Free Shop eine neue Bürste kaufen? Halt mal kurz, ich muss mal gerade drauf. Also Leute, es geht wieder los. Und ab geht's zum Flughafen. Die Band ist noch ein wenig schläfrig. Nur Shayhem, der alles auf Video festhält, ist schon hellwach. Hi. Und wie gefällt dir der Job? Gehst du mit mir aus? Bitte, bitte. Shayhem ist total bescheuert. Glaubt ihm mal kein Wort, der ist doof. Cool. Und ich möchte meinem Bruder Numsi noch mal danken, dass er mich nach Schweden fahren lässt. Danke. Ich muss jetzt mal für kleine Jungs. Nur wenige Tage nachdem sie wissen, dass sie die Band sind, dürfen sie schon das erste Video drehen. Andere Bands warten Jahre auf eine solche Chance. Und wieder andere warten einfach nur auf einen Sitzplatz. Was ist das Problem? Doppelreservierung. Oh, ich bin wieder der Letzte. Wie immer. Doch dann bekommt auch Shayhem einen Sitz. Und nach 2 Stunden Flug sind die Popstars schon am Ziel. I'll see you soon. Bye, people. Am Flughafen werden die Band, Managerin Anja und Vocal Coach Artemis schon von einem Mitarbeiter der Produktionsfirma Revolver Films erwartet. Die Schweden um Regisseur Patrick Uleus haben bei der Ausschreibung zum Video das beste Konzept abgeliefert und den Zuschlag bekommen. Wie bei den meisten Videos ist der Zeitplan eng. Im Hotel angekommen, erklärt Anja, wie es weitergeht. Also um 17 Uhr, wir haben jetzt 50 Minuten Zeit. Ihr geht auf euer Zimmer, checkt ein, alles gemütlich. Und um 17 Uhr fahren wir hier weg rüber ins Studio. Nehmt bitte alle eure Outfits mit, die wir mitgebracht haben. Alle Outfits. Ganz wie alle. Nach einer kurzen Pause fährt die Band ins Studio, wo ein alter Bekannter auf sie wartet. Okay, wie geht's euch? Ja, gut. Alles okay? Ja. Wie war Flug? Super. Schäfig. Also wir sind zuerst mit so einem Propellerflugzeug, die erste Strecke mit so einem Propeller, den gefahren, hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen. Ja? Aber ansonsten entspannt. Sind die jetzt weg? Nee, der Bauch ist ja groß genug, da gehen die Schmerzen rein. Okay, erzähl euch kurz, was wir machen, okay? Patrick will nachher kurz jeden Einzelnen von euch haben, um mal zu gucken, wie wirkt ihr so in der Kamera, wie kommt ihr am Monitor rüber und wie ist so der einzelne Typ, okay? Und vorher werden wir die 4 Choreografien, die wir haben, einfach nochmal fit machen, damit, wenn er sich's dann anguckt, das auch wirklich gut aussieht. Okay? Cool. Los geht's, komm! Die Arbeit beginnt. Jetzt stellt sich heraus, wie viel die Band beim Videotraining im Workshop gelernt hat. Denn Ausstrahlung und Mimik müssen später beim Drehen hundertprozentig klappen. Wir gehen davon aus, dass die Kamera, komm mal mit. So, umdrehen. So, wir gehen davon aus, dass das die fest installierte Kamera fürs Video ist. Wichtig ist halt, die Dinge, die ihr jetzt macht in dem Solo, damit präsentiert ihr euren eigenen Stil, euch selbst. Und deswegen muss das fett sein. Ganz großes Wort. Schatz, weg, genau so, so ist gut. Dann ist Dee mit Indira zufrieden. Er muss extrem genau auf die Bewegungsabläufe seiner Schützlinge achten. Denn später vor der Kamera muss alles sitzen. Bei der Gruppenperformance kann der Rest der Band kleine Fehler von Einzelnen noch auffangen. Doch im Solopart sind Patzer nicht zu kaschieren und damit umsonst gedrehtes Material. Und das ist teuer. Okay, ihr habt 2 Minuten, um für jeder von euch die Solos fit zu machen. Er will das bei Ross. Du kannst die ruhig im Passé drehen. Ja, die Drehung. Sie sind nervös wegen morgen. Weil sie erstens wissen, dass sie noch nicht 100% vorbereitet sind. Das werden wir aber jetzt machen. Und es ist ihr erster Videodreh. Ich meine, jeder, der am Bildschirm sitzt und wüsste, er muss zum ersten Mal ein Videodreh machen, wäre aufgeregt. Und das auch noch bei einem der Besten in Europa. Guten Morgen.
Hi, my name is Yoda. I'm working as AC on this production. Die Crew von Regisseur Patrick macht währenddessen das Set für den Dreh klar. Hello, I'm Jens. I'm the director of photography. Ein Teil des Videodrehs findet in einer sogenannten Greenbox statt. Da gleich der erste Test gemacht werden soll, muss sich die Crew beeilen. Hello, my name is Torge. I'm working as electrician and studio manager. Dann steht das Studio. Die Band kommt vom Tanzsaal herüber und trifft zum ersten Mal Regisseur Patrick, der ihnen kurz erklärt, was er geplant hat. Now we're gonna make a nice video. Yeah, come. I'm gonna paint it tomorrow, so it's okay. But it's good, you already know, you should not step on the green. Patrick Oleus ist einer der bekanntesten Videoregisseure Europas. Der Schwede hat schon mit fast allen, die im Musikbusiness Rang und Namen haben, gearbeitet. This half of the video is gonna be shot in here. It's gonna be fun. A lot of lamps blinking and you better know your steps then. Und denk dran, was wir gemacht haben im Videotraining, dass die Kamera dein Zuschauer ist. Dass dahinter Millionen sind, okay, die du begeistern willst. Ja, guck nicht links, guck nicht rechts, sondern du wirst die Millionen darin begeistern, so wie beim Videotraining. Schön smart, elegant, Wege machen, mal langsam, mal schnell, okay? Und so lachen wir immer, wa? Bei den ersten Tests tanzt Giovanni noch zu verhalten. Vor der Kamera aber müssen alle Gesten groß wirken. Die hilft nach. Gut, gib mir noch mehr Freude, du freust dich doch wirklich, oder nicht? Genau. Du musst aber trotzdem deine Augen sehen. Wenn du mit den Augen zwinkerst, dann zwinker länger. Nach Giovanni will Patrick Ross sehen. Der Regisseur versucht herauszufinden, wie sicher die Bandmitglieder vor der Kamera sind, damit er weiß, was er ihnen beim Dreh abverlangen kann. Du darfst doch nach vorne oder nach hinten laufen. Aber nur auf dem Ball. Nur auf dem Ball, genau. Ja, gut. Große Bewegung. Mach große Bewegung. Gut. Und dreh dich mal. Patrick hat sich seinen ersten Eindruck gemacht. Er ist zufrieden, die Band beeindruckt. Ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Er ist halt so ein ganz schön so ruhiger und sachlich und so und kam halt, ich weiß nicht, er ist halt ein totaler Vollprofi. Und ich finde das einfach geil, so überhaupt jemanden so kennenzulernen, der einfach ganz genau weiß, was er will und uns einfach sagt, wie er es gern haben will. Deswegen finde ich ihn richtig, richtig geil. Er hat mir also ein paar Tipps gegeben noch, als ich gerade dieses freie Training praktisch gemacht habe. Er hatte mir gesagt, dass ich halt einfach noch ein bisschen so mich größer machen soll beim Tanzen und er findet es geil, so meine Ausstrahlung ist wieder cool. Ich soll aufpassen, dass ich nicht Falten mache und so beim Singen. Das hat Alex Christensen mir auch mal gesagt, ganz am Anfang bei einem Casting. Das fällt mir auf, dass es ab und zu mal passiert. Und, aber sonst war er so zufrieden und ich war eigentlich auch ganz zufrieden. So. Es ist halt immer blöd, ich war als Erster dran und dann sind da gleich mal eine ganz andere Umgebung, viele neue Menschen um dich rum und dich da erstmal reinzusetzen, mal eine gute Leistung zu bringen, ist immer ein bisschen schwer. Und daher bin ich so zufrieden, wie es gelaufen ist. 5 und 6 und 7 und 8 und bam, 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 bam. Das Video besteht aber natürlich nicht nur aus den Einzelparts. Die Gruppenperformance ist der zweite große Bestandteil. Schnell zeigt sich, dass es noch einige Probleme gibt. Die Bewegungen sind noch nicht hundertprozentig synchron. Ross, wo ist der Kopf, wenn ihr da unten landet? Richtig. 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4. Und dann kommt Shayhem vollkommen raus. Doch es liegt nicht daran, dass er die Choreografie nicht beherrscht. Wo springst du da los? Die Sehne rafft oder was? Ich weiß es nicht. Überdehnt? Ich weiß es nicht. Auch irgendwie eine Schiene, dass er nicht mehr abknicken kann. Das hat nichts mit dem Abknicken zu tun. Das hat mit dir zu tun. Das hat mit dem Feis zu tun. Das hat mit jedem zu tun, der mir dann gestern vor allem die volle Dröhnung gegeben hat. Fertig aus. Damit hat es zu tun. Okay, mach nicht so doll.
Nur ihr beiden. Bei vergangenen Trainings sind Shaham Bandmitglieder auf den Fuß gestiegen. Er hat starke Schmerzen und muss das Training abbrechen. Es ist schon vor Ewigkeiten abgeknickt. Und dann war es halt mal in Ordnung und dann... So, hier hört schon mal das Band auf. Sind halt ein paar Leute draufgetreten und bla bla. Ich meine, es ist nicht Absicht, aber es ist halt im Arsch. Doch dann beißt Shaham die Zähne zusammen, denn Patrick will jetzt die Choreografien der kompletten Band sehen. Da diese in der Gruppe einstudiert wurden, darf keiner fehlen. Alle Abläufe würden dann nicht mehr funktionieren. Und genau die muss der Regisseur für den Dreh kennen. Insgesamt 3 verschiedene Choreografien sollte die Band proben. Und trotz der Aufregung um Shaham bekommen sie die erste gut hin, sodass Patrick und Dee zufrieden sind. Die zweite kennen die 6 noch aus dem Workshop. Doch darauf hätten sie sich besser nicht verlassen, denn es klappt nicht, wie es klappen sollte. Ja, wir waren halt einfach verunsichert, weil für mich und vielleicht für dich kam es auch überraschend, als jetzt gesagt wurde, Schnipp, die Choreografie. War das für dich auch überraschend? Nee, ich wusste, dass es kommen wird, aber mir war nicht so klar, dass es so schlecht laufen wird, weil ich gedacht habe, wir hätten das schon alle noch irgendwie drin. Es kam, war für mich schon irgendwie überraschend, dass wir das dann alles nochmal langsam und Schritt für Schritt durchgehen mussten, weil ich schon gedacht habe, dass es so abrufbar sein würde bei uns allen. Ein Trugschluss. Auch im zweiten Anlauf steigern sie sich kaum. Dee will nicht, dass Regisseur Patrick einen schlechten Eindruck bekommt und bricht die Probe ab. Okay, sorry, Patrick. We can see you tomorrow. Thanks. Sie wussten, was ihre Aufgabenstellung ist, welche Choreografien fit sein sollen, haben aber möglicherweise erwartet, dass wir das hier schon machen werden. Jetzt stand der Regisseur da, hat sich's angeguckt, 2 Choreografien waren sehr, sehr gut, die anderen waren aber gar nicht gut. Und das ist peinlich. Das ärgert dann natürlich auch mich als Choreograf. Aber wir werden jetzt dran arbeiten und dann kriegen wir es auch hin. Nachsitzen. Damit am nächsten Tag beim Drehen die Choreografie sitzt, verlängert Dee das Training. Hila, Indira, Feis, Ross, Giovanni und Shaham müssen noch einmal alle Details durchgehen. Sie haben den Aufwand unterschätzt. Das rächt sich jetzt. Ja, wir sind sehr, sehr entspannt hier an die Sache rangegangen. Ich auch für meinen Teil. Aber ich muss auch, ich habe ja auch geübt ein bisschen, weißt du. Und viele haben halt eben, wir haben halt eben echt gedacht, wir haben es ein bisschen auch drauf verlassen, weil bis jetzt waren wir halt eben echt so eine kleine Chaos-Truppe. Und es wurde von niemand hat gedacht, dass wir das jetzt irgendwie so hinkriegen, wie wir das hingekriegt haben. Aber wir haben alles immer dann auch noch besser hingekriegt, als es sein sollte. Nur hier ist es wirklich eine Sache, die auf Perfektion beruht und nicht auf, wie soll ich sagen, auf Show. Okay. Die zusätzliche Trainingseinheit strengt alle an. Und besonders Shaham leidet. Sein ledierter Fuß macht ihm schwer zu schaffen. Erneut muss er das Training abbrechen. Und jetzt hat er Angst, dass er auch beim morgigen Dreh nicht tanzen kann. Schuh aus und machen das mal alles wieder ab. Ja. Wenn es jetzt gar nicht geht, oder was meinst du? Ich hoffe, dass es geht. Aber wenn es nicht geht, ist das doch eine reale Lösung, dass wir die nicht alleine tanzen ohne dich. Das ist ja der größte Horror. Und wenn du deinen Rap-Part hast, dann lassen wir die einfach hinten drum rum tanzen, synchron, wusste? Okay? Aber für jetzt sagen wir, okay, ist viel Scheiße gelaufen, wir haben es nicht geschafft, aber morgen sind wir fit. Da hat auch Patrick gerade noch gesagt. Morgen sind wir 1000%ig fit. Weil sowas wie jetzt ist das Geilste, weil es geht eigentlich nur darum, dass einer sagt, wie es ist. Und das ist halt das Geilste für uns momentan in der Situation, weil wir alle den Kopf zu haben, dass wir einen brauchen, der sagt, ist. Und wenn es Artemis ist, die es sagt, scheißegal halt. Wir haben wirklich hart gearbeitet, auch wegen die Schritte und auch wegen Gesang und alles. Es ist nicht, dass wir zu Hause sind und wir setzen alle zusammen und gucken Fernsehen an. Wir haben das nie gemacht. Und wir sind so wie fast um 1, um 2 ins Bett gegangen und dann wieder um 7, um 8 aufgestanden und wieder arbeiten. Und es ist nicht so, dass wir das so, oh ja, wir machen, wann wir will. So, es ist jeden Tag, wir müssen mehr machen. Und Artemis ist ein Engel. Sie ist immer da, sie duckt immer und wir sind immer weitergekommen.
Ja, und jetzt wissen wir, wie hart das wirklich ist. Um die Anspannung zu lösen und die Sechs aufzulockern, schickt die Band an die frische Luft. Unsere jetzige Band hat im Augenblick noch nicht erkannt, dass sie zu viel, viel mehr leistungsfähig sind, als sie im Augenblick vermuten. Sie sagen viel, viel schneller, okay, bis hierhin, jetzt kann ich nicht mehr. Jeder hat so seine eigene Persönlichkeit und strahlt wirklich was aus auf der Bühne. Und wenn wir das richtig kompakt hinbekommen, als eine Gruppe, so wie eine Faust, wie es die gesagt hat, das hat es schön rübergebracht. Genau so muss es sein, das müssen wir hinkriegen. The difference between amateur and professional, a new beginner and a real that's been around for years, is that this person usually knows where the limits are. Der erfahrene Regisseur kennt den Unterschied zwischen Anfängern und Profis. Die Band hat zwar schon viel gelernt, aber gerade beim Videodreh, wo alles bis ins Detail geplant wird, zeigt sich, dass sie noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Und sie brauchen ihre Auszeiten. Den Nachmittag nutzen sie zum Bummel durch Göteborg. Sie gönnen sich eine kleine Sünde, denn Fastfood steht sonst nicht auf dem Speiseplan der Popstars. Während die Band in Deutschland schon eine große Fangemeinde hat, erkennt die deutschen Popstars in Göteborg kein Mensch. Doch im Land der Elche zeigen sie gleich einmal, wie richtige Rapper rühren können. When I step into the scene like a beam of light, help you feel the southern comfort, cause it's alright. All heads recognize, look into my eye, with our legs up high, don't act all surprised. Who that? Who that cat? To set them off, something tweet for you cats, sit back and still do these freaks. Who that? Give me some love in that party, baby. Who that? Give me some love. If you really wanna win my heart, help me right from the very start. That's the only way that you can have all my emotions. Give me some loving. Im Handumdrehen hat die deutsche Popstars-Band ihre ersten schwedischen Fans gewonnen. Doch auf die Frage, wie sie eigentlich heißen, können die Sechs nur mit den Achseln zucken. Denn sie haben ja noch gar keinen Namen. Bis jetzt. Zurück im Hotel hat Managerin Anja eine Überraschung. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ihr wisst ja, es gab das Internet-Voting. Die Zuschauer haben abgestimmt. Und ihr habt jetzt einen Namen. Und der ist... Broset! Ja, cool. Ja, aber ich finde es besser so. Jetzt können wir dem Ganzen mal einen Namen geben, oder? Ja. War das ein großer Abstand dazwischen? Du, ne, also die anderen kamen auch schon an, aber es war doch ein größerer Abstand. Die meisten Zuschauer haben einfach für Broxys entschieden. Wisst ihr, was ich vorschlagen würde? Dass wir uns bei den Zuschauern dafür bedanken, dass sie uns bei der Namensfindung geholfen haben. Ja, natürlich. Ja. Schön, komm mal schnell rüber. Okay. Danke euch von Broxys! Ja, und ich finde, der passt noch ganz gut zu uns, ne? Hier Sisters and... The Brothers! Yeah. Ah. Nee. Brothers and Sisters! Ah. Ja, der Name ist diskriminierend. Am nächsten Morgen wird's dann ernst. Die Dreharbeiten beginnen. Um 8 Uhr treffen Broses am Studio ein. Heute wird sich zeigen, ob die Überstunden vom Vortag noch etwas gebracht haben und die Choreografien sitzen. Am Set werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Denn sobald die Band fertig ist, soll sofort mit den Dreharbeiten begonnen werden. Doch vorher werden sich noch Make-up-Artist Ines und Stylistin Margot um die sechs Popstars kümmern. Margot geht mit dem Regisseur die geplanten Outfits durch. Denn gerade beim Drehen in der Greenbox muss bei der Kleidung selbst auf kleinste Details geachtet werden. Der Studioboden und der Hintergrund werden gestrichen.
Alles, was jetzt grün ist, kann später mit dem Computer durch ein beliebiges Bild ersetzt werden. Broses probieren jetzt ihre verschiedenen Outfits an. Für jede Location gibt es ein eigenes Styling. Die Bandmitglieder haben sichtlich Spaß beim Anprobieren und sind mit der Auswahl von Margot zufrieden. Patronen-Styler! Stylish-Stars! Was hältst du von dieser Jacke? How much do you want? Hey, how much do you want, young man? Young man, you look so good, but you know, this T-shirt can make you look so much better. Und was sagt die Kamera? Findet die Kamera die Brille gut? Was ich toll finde, die Jacke ist total eng. Bevor gedreht wird, muss erst der Regisseur noch das Styling abnehmen. Zum einen müssen die Outfits in das Bild passen, das sich Patrick vorstellt. Zum anderen birgt das Drehen in der Greenbox auch für die Stylistin einige Tücken. Es gibt ein paar technische Geschichten, weil wir in der Greenbox drehen und das ist für Stylisten immer so eine Geschichte. Wir arbeiten gern mit Glitter und mit solchen Sachen und es darf nichts Grünes dabei sein, was nicht so schwierig ist, aber alles, was reflektiert, ja, sowas würde jetzt grün reflektieren. Und deswegen habe ich rote Reflexe genommen, weil die kein Grün reflektieren und dann kann ich trotzdem glitzern. Und das hier muss ich jetzt zum Beispiel verändern. Weil das in der Greenbox, wenn wir das benutzen, grüne Reflexe bilden würde und alles, was grün ist, wird rausgestanzt und da guckt man durch. Doch nicht nur der Regisseur hat Änderungswünsche. Auch Indira möchte an ihrer Hose noch eine Kleinigkeit umgeschneidert haben. Es war meine Idee gewesen, ein Bein abzuhaben, weil ich das einfach stylisch finde und ich das einfach interessanter finde als zwei Hosenbeine dran oder zwei Hosenbeine ab. So eins ab, das ist schon, das habe ich noch nie gesehen. Okay. Während Indira neue Modetrends setzt, drückt Shaham der Schuh. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Angabe zur Größe war falsch, so dass die für ihn gedachten Schuhe nicht passen. Ich habe ja schon ein paar Schuhe von mir da drin für ein Outfit, weil es irgendwie nicht geschafft haben, irgendwie mir ein paar Schuhe zu besorgen für mein Outfit. Ich habe ja schon ein paar Schuhe, wo die klein sind. Und da bin ich ja schon einen Kompromiss eingegangen. Weißt du, was ich meine? Soll ich die ganze Zeit Quetschfüße haben? Ey? Dann habe ich irgendwann so verhurte Füße, ey. Echt wahr. Also vielleicht schicke ich auch jemanden hier in der Stadt in den Shop, die in der richtigen Größe zu besorgen. Das wäre echt super, ja, wenn das klappen würde. Doch dann bekommt Shaham die richtigen Schuhe und ist zufrieden. Nach der Stylistin macht sich Ines an die Arbeit. Ein gutes Make-up ist unverzichtbar. Genauso wie Augentropfen. Denn im grellen Scheinwerferlicht käme es sonst leicht zu Rötungen. Jetzt kann es losgehen. In der Greenbox werden die Bandmitglieder einzeln gedreht und später wird das Grün durch Computeranimationen ersetzt. Ines checkt noch ein letztes Mal das Make-up. Dann fällt die erste Klappe. Kamera. Klappe hält. Shaham ist als erster mit den Nahaufnahmen dran. Weil Kameramann Jens einen sehr kleinen Bildausschnitt gewählt hat, muss Shaham darauf achten, dass er sich nicht zu stark bewegt. Sonst ist er später auf dem Film nicht zu sehen. Das ist ungewohnt und auch Patricks Anweisungen bringen Shaham aus dem Konzept. Die Sache war die, es wurde mir gesagt, ich soll mich in dieses Lied hineinfühlen. Und jetzt habe ich mich irgendwie auf dieses Gefühl eingestellt, auf dieses Lied. Und jetzt sagt er zu mir, ja, ich will aber dich sehen. Mein Gesichtsausdruck ist meistens immer derselbe. Ich bin halt nicht so einer, der seine Gefühle offen
herauszeigen. Gut, sehr gut! Im zweiten Anlauf klappt es besser. Shayhem und alle anderen sind zufrieden. Dann wird umgebaut, weil für jedes Bandmitglied das Licht optimal sein soll. Gerade bei den sogenannten Close-Ups sieht man sonst sofort, dass etwas nicht stimmt. Steht beispielsweise nur ein Scheinwerfer falsch, hat man einen Schatten im Gesicht, wo eigentlich keiner sein sollte. Der Regisseur und sein Kameramann müssen exakt arbeiten, damit im Video einmal alles perfekt aussieht. Aus diesem Grund wird zwischen den Takes auch immer wieder die Optik der Kamera überprüft, der sogenannte Fuzzle-Check. Denn schon ein kleines Staubkorn auf der Linse reicht aus, um das Filmmaterial unbrauchbar zu machen. Das darf nicht passieren, denn Patrick hat schon eine feste Vorstellung vom Video. Also darf nichts schiefgehen. What we're trying to do in this video is to make a contrast between the performance, the group performance, and the individual shots. The individual shots are complete just computer animated backgrounds, and in the group pictures, then we are on a real location, in a warehouse, with big red trucks in the back, and a huge light rig, and so it's complete different. And that's what I want to do. I want to create the contrast between those two things. Die Nahaufnahmen sind im Kasten. In der zweiten Greenbox-Einstellung sieht man die Bandmitglieder ganz und es soll vor allem improvisiert werden. Klingt einfach, ist es aber nicht. Was mache ich falsch? Was du falsch machst, kann ich dir sagen. Du machst alles cool, du machst so. Aber sieht kein Mensch auf dem Monitor. Das sieht man. Vielleicht kannst du jetzt mal anfangen, die Muskeln anzuspannen und 3 Minuten 30 Power zu geben. Nicht zwischendurch Pause machen, du kannst danach umfallen, wenn du willst. Aber 3 Minuten 30 so viel Power machen, wie du es auch machst bei deinem Solo. Und benutze deine Hände, die hängen schon wieder so. Okay. Und weiter! Und die Hände, die Hände! Und schon! Allerersten Mal. Du schwitzt zum ersten Mal, du fauler Hund. Echt. Und jetzt sieht's geil aus. Es war gerade so, dass man wirklich 3,5 Minuten jetzt was selber kreieren muss. Also wir haben ja einen kleinen Solo-Part, der deckt vielleicht gerade mal 15 Sekunden ab. Und die restlichen 3 Minuten 15 musst du wirklich aus dem Kopf raus irgendwas machen. Und das kommt dir vor wie eine halbe Ewigkeit, wenn du das machen musst. Auch die anderen haben Anlaufschwierigkeiten bei der Improvisation. Aber je länger der Dreh dauert, umso mehr gewöhnen sie sich an die Situation. Immer klarer wird, was der Regisseur von ihnen erwartet. Alle zeigen, dass sie zu Recht in der Band sind. Und selbst die, der nach der verunglückten Vorbereitung mit dem Schlimmsten gerechnet hatte, ist am Ende des ersten Drehs richtig zufrieden. Yay! Yeah, mega! Nach über 13 Stunden Dreharbeiten im Studio geht es dann weiter ins Lagerhaus, wo mittlerweile fast alles drehfertig ist. Die Band ist beeindruckt. Obwohl Patrick ihnen vorher schon erzählt hat, wie die Location aussieht, haben sie sich das Lager nicht so groß vorgestellt. Als erstes schauen sie sich dann die Bühne an, auf der sie gleich performen sollen. Okay, Feis geht mal in Position. Wir machen einmal hier, damit ihr euch sicher fühlt auf der Bühne, einfach durch, okay, damit wir ein Feeling dafür bekommen. Achtung! Stehen. Ja, du machst so. Ach so, du meinst, wir stehen ganz richtig. Von vorne. Die letzte Probe läuft wieder nicht so, wie die und die Band es sich vorgestellt haben. Immer noch gibt es Schwierigkeiten. Die Abläufe der Choreografie sind nicht absolut synchron. Ich denke mal, wir können das auch besser. Ich
hoffe nur, es reicht für das Video. Wir waren jetzt heute vor, heute Mittag. Und heute am frühen Abend waren wir echt viel besser. So. Und jetzt kommt es auf diese gesamte, das Gesamtgruppenteil an. Und so richtig hingekriegt haben wir es bis jetzt noch nicht so sauber. Also jetzt die letzten zwei, drei Stück waren schon okay, aber davor war alles für den Arsch. Gerade noch rechtzeitig bekommt die Band die Choreografie in den Griff, sodass die letzten Checks an der Ausrüstung gemacht werden können. Broses zieht in der Zeit die neuen Outfits an. Alles ist bereit, nur die hat ein Problem. Jetzt läuft's gut. Also außer, dass meine Stimme weg ist. Aber ansonsten läuft sehr gut. Sie geben jetzt wirklich Action und wissen, wo sie hinwollen. Super gut. Yes. Bist du happy? Ja. Wenn sie jetzt noch alles gut machen und die Konzentration bleibt, wir sind jetzt bei 15 Stunden oder so, dann ist alles okay. Und du lachst dich tot, ne? Ja. Die Stimme ist weg, aber die Crew ist bereit. Die Band kann kommen. Der zweite Teil des Shootings zum Videoclip von I Believe beginnt. Doch alle haben Angst, dass es nach den schlechten Proben nun auch bei den Dreharbeiten Probleme mit der Choreografie gibt. Denn nach 15 Stunden kommt jetzt auch noch die Müdigkeit erschwerend hinzu. Aber es muss klappen, wenn das Video gut werden soll. Okay, let's do it. Stand by. Start the lightning strike, eh? Kamera. Speed! Speed! Okay. Lightning strike. Lightning strike! Befürchtungen zum Trotz ist Broses, sobald die Kamera läuft, zu 100% präsent. Das Timing stimmt, die Bewegungen sind groß genug und die Einsätze passen. Trotz aller Probleme bei der Vorbereitung klappt die Choreografie beim Drehen perfekt. Die Band hat ihre Angst abgelegt und performt, wie man es von ihnen erwartet. Mittlerweile haben sie richtig Spaß. Und als dann auch die Trucks für den Hintergrund anrollen, kommen alle mächtig in Fahrt. Well, my life is very good, you know, because before I had problems with Zante Michael Tribe. But now I have my big black truck. Come on, look at my big red truck. Hey. What is that? You see that red truck? Ich würde es gleich nochmal drei Durchläufe machen. Es hat gerade so Spaß gemacht. Wir haben die Sachen richtig drin gehabt. Und jeder von uns war richtig krass motiviert und richtig, boah, ich geb's denen jetzt richtig. Und da war es auch nicht schlimm, weil jedem ist irgendwie jedes Mal ein krasser Fehler passiert. Aber das ist nicht mal die aufgefallen, weil die so krass drauf war. Das zweite Motiv im Lagerhaus ist erst einmal den Rappern Faiz und Shayhem vorbehalten. In dem Outfit, das sie schon in München ausgewählt haben, dürfen sie ihre Rhymes abfeuern. Erst als die beiden abgedreht sind, kommt der Rest der Band dazu. Cut, cut. Als nächstes werden die Anfangsbilder für das Video gedreht. Darin tritt die Band nicht auf. Nach über 20 Stunden Dreharbeiten sind alle froh um die Pause. Unter den Lampen über der Bühne machen sie ein Nickerchen. Hier ist der einzige halbwegs warme Platz in der Halle, in der ansonsten eine Temperatur von nur 8 Grad herrscht. Also ich sag mal, die sind losgefahren um 7:30, die Crew. Um 7:30, um 6:30 werden sie im Bett sein, vielleicht so 23 Stunden. Das ist schon eine Menge. Aber wir haben es gut durchgehalten, wirklich sehr gut. Die Dreharbeiten sind fast beendet. Nur eine letzte Einstellung muss noch abgedreht werden. Speed! And action! Walk! And get closer! And smile!
Okay, cut. Thank you. And it's a wrap. Ha, you know some people just don't know what I'm talking about. But I know you understand, 'cause I know you believe. Baby, I believe that you were meant for me. And if there's somebody, then baby, I believe that somebody is you. And everything is you, 'cause baby, I believe. I believe in you. I walk home alone, waiting by the telephone. Give it up, baby, give it up. I know that you can see, this is how it's meant to be. You're my frequency, 'cause baby, I believe. Come on. Roses hat sich heute im Zenit in München eingefunden, um sich das Konzert der No Angels anzusehen. Sie sind ein wenig aufgeregt, denn zum einen stehen sie irgendwann selber vielleicht genau auf dieser Bühne, zum anderen trifft man die No Angels ja nicht alle Tage. Könnt ihr euch mal bitte diese Bühne angucken? Kannst du da mal bitte draufhalten? Guck doch mal an! Ey, und wenn wir uns vernünftig anstellen, dann können wir das auch machen. Weißt du, was das heißt? Ey, das ist mega. Wo sind die noch irgendwie? Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Ja, Während sich Broses noch ein wenig umsehen, versammeln sich vor der Halle die ersten No Angels Fans, die bis zum Einlass tapfer in der Kälte warten. Ein paar Fans haben sich auch schon die Namen der neuen Popstars Band aufs Banner geschrieben. In der Zwischenzeit werden die letzten Checks für Licht und Ton durchgeführt und die Aufbauarbeiten beendet, sodass es bald losgehen kann.
Feis, Hila, Indira, Ross, Giovanni und Shehem nähern sich dem Backstage-Raum der No Angels. Und als es dann soweit ist, ist die Freude auf beiden Seiten groß, denn bislang kannte man sich nur vom Fernsehen. Der Einlass beginnt und schnell versuchen die Fans, die besten Plätze ganz vorne an der Bühne zu ergattern. Denn alle wollen ihren Idolen ganz nah sein. Indira, wie fandest du denn die Probe von dem? Voll. Von dem? Voll krass, ey. Ich bin voll begeistert. Ich meine, das ist so krass. Also ich muss sagen, ich glaube, ich kriege Verdauungsschwierigkeiten mit der Banane. Beiß mal ab, die schmeckt krass. Also eine krasse Nummer. Ich meine, ich kenne die ja nur vom Anfang an. Aber ich kenne sie von Anfang an und ich meine, es ist halt echt krass, weil ich habe sie noch nie live gesehen und live, die sind so krass und vorhin war nur Soundcheck. Und vor allem und das war krass und krass. Mhm. Und abbeißen und krass. Und ich bin voll froh, dass ich hier sein kann und ich hoffe, dass ich auch alle Solos sehen kann. Ja. Ich glaube, wir haben voll einen geilen Humor. Broses scheinen sich gut mit den No Angels zu verstehen und man tauscht Erfahrungen aus, die jeder von ihnen mittlerweile schon gemacht hat. Moment, was ist mit dem Videodreh? Wir haben einen Videodreh gehabt. In Schweden? Ja. Echt? War eine geile Sache. Ja, und zwar auf jeden Fall, es war richtig geil. Am Anfang waren wir alle so geil fit und sahen alle noch irgendwie richtig gut aus. Und dann so nach 12 Stunden, ganz genau, irgendwie wurde es irgendwie immer schlimmer. Und irgendwann war der einzige Ansporn nur noch so, wow, ey, es geht hier um unser erstes Video. Und so, und dann haben wir uns alle echt zusammengerissen, Arschback zusammengekniffen und dann haben wir einfach weitergemacht. Und der Regisseur, der geile Patrick, hat gesagt, sieht nach was Gutem aus. Jeden Tag was, ist jeden Tag was. Mhm. Interviews, Shooting, Auftritte. Und also teilweise sind viel zu viele Sachen. Also es gibt sehr viele Sachen, die wir gar nicht machen. Weil es einfach zu voll ist. Das heißt, es ist einfach alles voll. Ja. Fast die ganze Halle ist bereits gefüllt und voller Spannung werden die No Angels erwartet. Okay, komm, Broses, wir müssen jetzt gehen. Für Broses ist es an der Zeit zu gehen. Vor dem Auftritt braucht jeder noch ein wenig Ruhe. Das waren die No Angels. Ich stehe auf die No Angels, auf ein No Angel, auf ein Engel. Als die Mitglieder von Broses zu den Plätzen im Publikum gehen, werden sie mit einem tollen Applaus von den Fans der No Angels begrüßt. Eigentlich hatten sie nicht erwartet, so einen Empfang zu bekommen und sind von der Begeisterung der No Angels Fans mehr als erfreut und gerührt. Thank you.
frisch gebackenen Bandmitglieder werden wie richtige Stars empfangen. Und damit sollen sie nun umgehen. Gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Doch zunächst genießen Brosis das Bad in der Menge. Und dann beginnt das Konzert der No Angels. Giovanni, Shahem und die anderen Kollegen verfolgen das Konzert in Ruhe vom Seitenrand der Bühne. Bald müssen sie sowieso gehen, da auf sie noch am selben Abend Proben für die eigenen Promotion-Auftritte warten. Brosis ist von der Professionalität des Auftritts beeindruckt. Und dann treffen sie Dee, der für beide Gruppen eine wichtige Rolle in Sachen Tanz und Bühnenerfahrung spielt. Und jetzt kommt When the Angels Sing. I'm not afraid to
Mitglieder von Broses müssen jetzt wirklich los. Auf dem Weg zum Ausgang verabschieden sie sich noch schnell von ein paar Zuschauern und gespannt denken sie an ihre eigene Zukunft.